Hallo und guten Morgen zusammen. Wie der Titel schon sagt, brauche ich in dieser Folge eure Hilfe und eure Meinung. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz. Für diejenigen, die neu auf diesem Channel sind, worum geht es hier überhaupt? Ich habe dieses Auto im Serienzustand gekauft. Ein BMW Z4 3 Liter SI Coupé, unschwer zu erkennen. Und habe Schritt für Schritt einiges umgebaut. An diesem Auto ist sehr viel passiert und ich habe nahezu alles dokumentiert. Es handelt sich hierbei um einen Clubsportumbau. Das Auto wird größtenteils auf der Rennstrecke bewegt. Das Auto war in Assen, auf der Nordschleife, in Zandvoort, in Oschersleben, auf dem Bilsterberg. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Jedenfalls bewege ich das Auto regelmäßig auf der Rennstrecke und genau dafür wurde es auch aufgebaut. Allerdings ist das kein radikaler Umbau, sondern eher ein Clubsportumbau. Es ist kein reines Tracktool. Ein Tracktool-Projekt begleite ich auch derzeit parallel und sobald es fertig ist, gibt es dazu auch ganz viel Content. So, das erstmal für die Leute, die neu auf diesem Channel sind. Dabei lege ich besonders großen Wert darauf, alles ungefiltert zu dokumentieren. Das heißt, ihr bekommt meine Fehler mit, Fehlkäufe, was ist schief gelaufen, was ist gut gelaufen, wo könnt ihr Geld sparen, was ist meine Empfehlung. Ich spreche nur von Dingen, die ich wirklich getestet habe, ob an diesem Fahrzeug oder an anderen Fahrzeugen. Das heißt, ich werde nie über ein Produkt sprechen, beziehungsweise doch, sprechen schon, aber ich werde nie eine Empfehlung aussprechen über ein Produkt, das ich noch nie in der Hand hatte, beziehungsweise noch nie erfahren durfte. Und jetzt brauche ich einmal eure Hilfe, denn ich habe mir neue Felgen gekauft, beziehungsweise gebrauchte Felgen gekauft. Sorry für die Lichtverhältnisse, der Wechsel zwischen dunkel und hell ist immer nicht so gut. Derzeit fahre ich OZ Ultra Legeras in 8x18 mit Toyo R88R, Breite 225 rundherum. Jetzt war meine Überlegung auf 235 zu wechseln, ein etwas breiterer Reifen, denn ich denke, die 225er kommen so langsam an ihre Grenzen. Ich glaube, dass ich mit 235er einfach mehr Grip habe. Auch da, Vorsicht, fahrt nicht zu breite Schlappen. Das Auto kommt serienmäßig mit 255er auf der Hinterachse, was ich für absolut schwachsinnig halte. Denn dazu kommt, dass man sich die thermische Entwicklung einfach mal anschauen muss von so einem Reifen. Das heißt, wenn ihr riesige Walzen fahrt, hinten oder vorne, und ihr bekommt die Temperatur aber nicht in den Reifen, das heißt, sagen wir mal, von euren fetten Walzen sind 70% bei 80 Grad und die anderen 30% sind bei 40 Grad, dann schleppt ihr unnötig Gewicht mit. Ja, und das ist rotierende Masse und ungefederte Masse, von daher absolut unnötig. Deswegen bin ich mit 225 rundherum angefangen. Funktioniert auch wirklich gut. Ich habe erstaunlich viel Grip. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach ein Angebot gefunden, habe einen neuen Satz Felgen und da würde ich einfach gerne 235 testen. Es kann sogar sein, dass ich nehme ja regelmäßig die Temperaturen innen, Mitte, außen, nehme ich regelmäßig auf. Also es kann sogar sein, dass ich die Reifen montiere und euch im Nachhinein sage, das war Quatsch, weil die zusätzliche Breite ist bei mir super kalt und ich kriege die nicht auf Temperatur. Was ich jetzt nicht glaube bei der kleinen Differenz, aber auch dann würde ich es euch sagen. Deswegen Vorsicht, fangt nicht mit viel zu breiten Reifen an. Ich würde eher mit etwas schmalerem anfangen und mich dann hocharbeiten und die Temperatur im Auge behalten. Denn in der Regel bei einer solchen Motorisierung ist ein Reifen mit 245, 255 würde ich sagen echt zu breit. Dafür müsst ihr wirklich verdammt schnell unterwegs sein und ihr braucht ein sehr gutes Fahrwerkssetup, dass ihr die volle Fläche nutzt. Denn eine Riesenfläche, die ihr nicht nutzt, ist zusätzliches Gewicht. Und genau das wollen wir eigentlich ja sparen. Also wie gesagt, ich habe 225er rundherum, Ultra Legeras, 18 Zoll. Jetzt habe ich eine neue Felge. Ups. So, Alegrita in 8x17 Zoll. Grundsätzlich ist es so, die Alegrita ist leichter als die Ultra Legera. Ich meine, die wiegt in 8x17 unter 8 Kilo. Korrigiert mich, vielleicht liege ich falsch. Auf jeden Fall haben wir da schon mal ein Gewichtsersparnis. Aber Vorsicht! Ich sage euch ganz klar, dass ich da durch das neue Setup nicht wirklich Gewicht spare. Es könnte sein, dass ich da sogar den negativen Effekt habe. Denn die Felge ist zwar kleiner und an sich auch leichter, aber wir sparen das Gewicht näher zum Mittelpunkt. Wo wir Gewicht draufpacken, ist außen. Das heißt, das Trägheitsmoment, was entsteht, besteht ja immer aus einer Masse mal Hebelarm. Der Hebelarm bleibt gleich, aber
Aber die Masse ist an diesem Punkt hier außen durch den breiteren Reifen größer. Das heißt, das Trägheitsmoment ist bei diesem Setup eventuell größer als bei meinem alten Setup da hinten. Daher Vorsicht, wenn ihr sagt, ah, ich fahre jetzt 17 Zoll, damit spare ich total viel Gewicht. Ja, aber auch nur, wenn ihr beim selben Reifensetup bleibt. Allgemein ist Gummi in der Regel nicht wirklich leicht. Das heißt, wenn ihr eine kleinere Felge habt und mehr Gummi, habt ihr immer außen mehr Masse. Also ich glaube nicht, dass ihr da wirklich den Unterschied erfahrt. Ein anderer großer Vorteil ist, dass 17 Zoll Reifen einfach günstiger sind. So, meine zwei Fragen, die sich mir da stellen, sind eigentlich recht simpler Natur. Erstens, würdet ihr überhaupt wechseln? Würdet ihr die Alegritas in 17 Zoll nehmen? Weil, ja, also so richtig schön ist das jetzt nicht. Klar sind die Ultralegeras eine Ecke schöner, gerade auch, weil sie in 18 Zoll sind. Also, erstens, würdet ihr das nehmen und das Setup quasi so fahren? Oder würdet ihr sagen, hey, bleib bei der Felge und nimm zwei 35er Reifen? Und meine zweite Frage, wenn ihr sagt, ja klar, für die Rennstrecke auf jeden Fall 17 Zoll, gar keine Frage, welche Farbe nehmen wir da? Entweder lassen wir sie so, was ich persönlich nicht so schön finde, ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber in echt sieht das zu dem Auto wirklich, geht so schön aus. Daher würde ich einfach mal vorschlagen, schwarz, gelb, weiß. Was würdet ihr nehmen? Also klar, gelb, weil ich relativ viel Gelb am Auto habe. Weiß wäre ein cooler Kontrast und ich habe viel weiße Schrift am Auto. Oder einfach simpel schwarz. Jo. Ja, so ein mattgrau wäre, glaube ich, auch ganz cool. Wie dieser Streifen hier. Das ist irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Navy oder Gunmetal Grey oder weiß ich nicht. Ich finde es raus. Okay, die vier Farben. Oh, sau windig. Tut mir leid. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Ich versuche einfach ein bisschen lauter dagegen anzusprechen. Ich fasse zusammen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von dem neuen Reifensetup haltet. Soll ich auf die geht so schönen, aber leichten Alegritas gehen mit 235er Reifen? Oder soll ich bei den Ultralegeras bleiben und dann irgendwann, wenn die runter sind, auf 235 wechseln? Und für beide Felgen gilt, wenn ein Reifenwechsel ansteht, möchte ich eine neue Farbe, egal bei welcher Felge ich bleibe. Werden die neuen Felgen schwarz, was ehrlich gesagt für mich an letzter Stelle steht, weiß, gelb oder in diesem Grau hier? Danke euch, ich freue mich auf die Kommentare. Wir sehen uns in 1,5 Wochen. Haut rein, ciao.